Moin und hallo Leute, weiter geht's fort bei Soulstorm. Wir haben eben schon wieder ein bisschen was geschafft hier. So ein bisschen durchgewühlt. Durch diese ganzen Fallen und Wachen. Ist gar nicht mal so ohne. Also man merkt schon, der Schwierigkeitsgrad hat schon ein bisschen angezogen hier wieder im Spiel. Aber zum Glück nicht so dramatisch, als dass wir hier nicht klarkommen würden. So, okay. Laufen wir noch hier. Unser Modakin sieht bislang auch gut aus. Pumpe 4 sind wir jetzt. Wunderbar. Sehr schön. Das ist immer richtig schön. Ja, wie gesagt, bislang sind unsere Modakin-Zahlen unten links sehen gut aus. Es sieht nicht aus, als hätte ich bislang jemanden übersehen, was mich sehr freut. Dann bringen wir die auch mal in Sicherheit. Was allerdings wieder komisch ist, wir haben noch zweimal Shrackle. Ich weiß nicht. Bisher gab es noch keine Ecke, wo ich ihn hätte richtig einsetzen können. Die einzige, wo es ein bisschen Sinn gemacht hätte, wäre bei diesem Auge gewesen. Aber da waren die Chant-Unterbrecher. Und als es soweit war, dass ich die zerstört habe, waren alle Slicks schon längst tot, weil ich musste die vorher erledigen. Von daher ist das schon ein bisschen eigenartig. So. Okay, was will er jetzt hier? Die Witzmühle. Letzte Warnung. Jegliche Slicks, die dabei erwischt werden, wie sie durch die Maschinerie rennen fliegen, werden zum Schlafdienst auf der FICO-Station verdonnert. Okay. Okay. Das bedeutet, wir brauchen hier nachher einen Flugslick. Aber wir können hier nicht chanten, weil das Ding da vorne steht, richtig? Doch, können wir. Das ist schon Quatsch. Ja, aber bevor wir hier weitergehen, es wurde ja eben so schön deutlich gezeigt, dass hier noch was ist, dann schauen wir uns natürlich erstmal hier um. Da wird doch schon wieder jemand gehauen. Aber die Tür hier ist noch zu offenbar. Desinfektionstücher. Noch mehr Desinfektionstücher, Feuerzeug. Ui, davon können wir mehr als 10 herstellen. Ich war der Meinung, da ist auch bei 10 Schluss. Aber ich nehme es gerne. Noch mehr Mühler. Ah, guck mal, hier haben wir es wieder. 100 hätten wir sie nicht gehabt, wären die auch verdammt gewesen. Aber es hält sich bislang immer noch im Rahmen. Also, ich glaube, man muss. Guck mal, wir haben jetzt 103. Man muss schon wirklich. Ich habe das Gefühl, man muss schon wirklich sehr viel außer Acht lassen. Einsammelbaren Kram. Dass man da nicht genug Geld hat. Also es ist schon noch fair gemacht. Ach, guck mal unten. Setzen wir noch welche fest. Okay. Blöd ist, wir können jetzt hier keinen Checkpoint neu setzen. So, wir haben ja eben schon richtig durch die Hinweise mitbekommen, dass wir hier durchfliegen müssen. Müssen wir hier auch noch die Slicks erledigen, ne? Können wir da hinten die Tür mit ihm noch kaputt schießen? Ja, können wir. Sehr gut. So. Jetzt ist jetzt mehr dran. Bei ihm warten wir, bis er weg von dem Modakin ist. Steht mir momentan noch. Das wirst du bereuen. Wichser. Stirb. Ich finde es immer wieder geil. Hatte ich glaube ich schon mal angemerkt, als ich das letzte Mal hatte, dass man tatsächlich durch den Rückstoß auch zurückfliegt. Okay, das ist ja echt fies hier. Können wir die Minen kaputt schießen? Auch nicht. Wir können ja auf gar nichts schießen hier. Junge, Junge, Junge. So, hier können wir schon mal was öffnen. Ah, guck mal. Das ist quasi ein Shortcut. Das, falls wir hier drauf gehen. Und das war. Das, falls wir schon fast eingetroffen. Holy shit, okay, alles klar. Wir müssen warten, bis das Ding hier ist. Dem dann hinterher fliegen und da runter. Alter Falter. So, okay, wir sind doch deutlich schneller. Das ist schon mal ein Vorteil.
Boah. Oh, Mist. Aber guck mal. Immerhin haben wir dadurch ein paar Minen ausgelöst und es damit ein bisschen einfacher wieder gemacht. Ich habe auch nicht gesehen, dass die Schranke von oben so weit runterkommt. Das war gerade mein Fehler. Hier glaube ich tatsächlich auch mal, dass jetzt eine Controllersteuerung dann doch von Vorteil ist. Weil man ganz einfach ein bisschen feinfühliger fliegen kann mit einem Analogstick. Zielen ist mit Maus und Tastatur deutlich besser oder mit der Maus viel mehr. So, jetzt haben wir hier noch was, das können wir öffnen. Junge, Junge, Junge. Und jetzt können wir theoretisch an das Chant-Ding dort. Das müsste jetzt passen. Aber ich will jetzt trotzdem mal hier runterfliegen. Ach so, wir öffnen wahrscheinlich damit dann die Tür. Guck mal, was wir eben noch ein bisschen einfacher. Gang. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Habt ihr es gesehen? Die Kettenreaktion hat unten rechts den Mudakken getötet. Das ist ja fies, ey. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Überhaupt, dass so eine Kettenreaktion so krass eintritt. Ja, damit wollten sie natürlich vermeiden, dass man so... Ja, mir doch scheißegal, ob die Slicks sterben. Ich fliege ja einfach ohne Rücksicht auf Verluste durch. Okay. Naja, ich sag mal, das Gute hier dran ist wenigstens... Es hat zwar alles ein bisschen gedauert, aber es war nicht übermäßig schwer zum Glück. Hey, Jungs. Jupp. Weg mit euch. Aber ist natürlich schon irgendwie blöd, dass wir jetzt hier in den Checkpoint... Ich hätte doch nicht direkt dahin laufen müssen. Ich hätte mich jetzt mal umdrehen können. Hätte es mir ein bisschen einfacher gemacht hier, aber naja. Wie gesagt, es war jetzt nicht übermäßig schwer, es hat nur ein bisschen gedauert. So, okay, das haben wir soweit. Dass die Mine echt da unten eine erledigt, so weit wie die eigentlich noch weg ist. Aber na gut. So, wir angeln durch. Den Hebel ziehen. Das hätte ich wahrscheinlich sogar geschafft, wenn ich hinterher geflogen bin. Wäre. Weil die Typen sind ja doch deutlich schneller. Also tatsächlich aufpassen, dass man nicht aus Versehen noch reinfliegt. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh. Das war gerade eine unglückliche Überschneidung der beiden Dinger. Nach oben. Und? Ich bin in das Ding reingeflogen. Hoppala. Na egal. Nicht so dramatisch. Das schaffen wir, das schaffen wir. Die Flugslicks, ich weiß nicht, ob ich es mal in einer der früheren Folgen schon erwähnt hatte. Ach, fuck. Die gab es übrigens erst im zweiten Teil. In Odyssey gab es sie noch nicht. Die kam erst in Exodus. Und das ist ja der Remake, also passt das auch wieder. Die gab es im ersten Teil noch nicht. Boah, meine Güte, ich hänge dauernd an der letzten Kante da. Das ist ja auch nicht wahr. Eben so wunderbar funktioniert. Jetzt aber. Ja, und so Geschicklichkeitspassagen wie hier jetzt gerade, die gab es, meine ich, noch nie. Das ist jetzt nicht zu fassen, dass ich jetzt an der Ecke hier drauf gehe. Aber gut, dass hier wenigstens nochmal so eine Luke war. Die gab's. Unglaublich. Okay, vielleicht ein bisschen weniger labern, mehr konzentrieren. Ne? Jetzt aber. Ja, so Geschicklichkeitspassagen mit so Slicks, egal ob jetzt fliegend oder nicht,
Die gab es, meine ich, in den Vorgängern noch gar nicht. Also da konnte man sie übernehmen, um Leute abzuknallen und so. Aber dass man denen irgendwo rumlaufen musste, oder wie hier. Okay. Ja. Das gab es früher noch nicht. So, jetzt haben wir schon gehört, wir müssen jetzt noch ein Auge aktivieren. Pumpen laufen schon alle. So, und hier haben wir nochmal 6 Stück. Reicht noch nicht ganz. Kommt mit, Jungs. 3 Stück fehlen uns noch. Das sieht mal richtig gut aus, Leute. Richtig gut. Da unten haben wir schon ein Portal. Oh. Er bleibt schon unten. Komisch, hier geht's nicht weiter, okay. Ja, kommt mal mit, Jungs. Wir holen euch erstmal hier raus, sicher ist sicher. Ich hoffe, es gibt doch gleich mal einen Checkpoint. Ihr braucht wieder eine extra Einladung, ne? Der eine hat's begriffen. Los, weg mit euch. Sehr gut. Die letzten 3 wird man auch noch finden. Gelacht, wer hat das? Guck mal, hier gab es wieder einen Stahlschlauch in der Batterie. Das war wahrscheinlich jetzt noch ein Punkt, wo jemand einen Flammenwerfer bekommen könnte, falls man hier noch nicht hatte. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich in so dusseligen Sprüngen gestorben wäre. Voll. Bläst aus. Könnte man auch nicht mehr Zeug mehr herstellen hier. Nebelschleier ist jetzt. Ich weiß nicht, was hier voll ist, aber es ist voll. Alter Schwede. Was war das denn jetzt? Einmal komplett mit einem aufstocken? Ja, dann kommt jetzt wahrscheinlich so eine Art Finale, würde ich vermuten, oder? Kann man nochmal so ein Ding herstellen? Kommt, kann in den Schaden. Vielleicht brauchen wir es nochmal. To activate third eye, left eye and right eye must first be activated. Okay, noch mehr Augen. Der Mixer. Hinweis. Um Abe davon abzuhalten, unseren Mixer gegen uns zu verwenden, haben wir die Schlösser mit lauter Zeug verbarrikadiert, das nur zum größten Teil zerstörbar ist. Lass sie nicht in direkte Nähe aller 3 Schlösser. Okay, hier können wir uns mal vorher umsehen. So, da haben wir die Augen. Links und rechts. Da ist die Tür. Mehr gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Hier ist ein Fahrstuhl. Ich gucke nochmal. Ne, wir haben alles soweit hergestellt, was wir herstellen können. Nebelschleier. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Okay. 3 Mutakins fehlen uns. Ich habe auch die Vermutung, wobei, von der Reihenfolge her dürfte eigentlich an keinem vorbeigelaufen sein. Und das sieht mir jetzt extremst nach dem Finale aus. Vielleicht kommen hier irgendwo noch mal 3 Stück. So, okay. Dann wollen wir noch mal rein. Da sind doch schon 3. Los, weg mit euch. Ich habe jetzt 3 Schreikul bekommen. Ach du Scheiße, ey. Ich dachte, der redet jetzt mal mit uns. Oh, alter Schwede, habt ihr das gesehen? Ah, nein! Ach komm, was soll der Geiz? Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ach. Das werde ich auch nicht mehr rausbekommen, Leute. Dass ich für Schreikel was anderes drücken muss hier. Ist halt geil. Also anscheinend dieses Portal startet einen dann mit der maximalen Anzahl aus. Ich wette, wenn wir 0 hätten, hätten wir ja auch einfach 5 bekommen. Na, guck mal.
Das geht hier doch. Och, du liebe Zeit, das wird ja eine Scheißecke. Das wird eine Scheißecke, das kann ich euch jetzt schon sagen. Da brauche ich bestimmt wieder zig Anläufe für. Alter, wie schnell das Ding auch ist. Ich wollte jetzt drüber springen und hab's nicht reingekriegt. Also das mit dieser Anzeigetafel und dass die da nicht mal richtig reden, finde ich ehrlich gesagt eher nervig als interessant jetzt gerade oder so. Aber naja, so. Okay, dann muss ich da wohl auch nochmal Schweikel einsetzen. Dann warte ich, bis die zweite Mine auch noch kommt. Okay, okay, okay. Ich muss das gedrückt halten. Okay. Left eye activated. Next activate front eye. What? Kannst du weiter drehen, Movie? Anscheinend. Sag mir bitte nicht. Ach du Scheiße. Ach, Entwickler, ey, wirklich. Jetzt muss die ganze Scheiße jedes Mal neu machen. Linkes Auge ist rechtes Auge und dann noch was. Das kann ja nicht Spaß werden hier. Also eben die Mine, da hätte ich mich dann wahrscheinlich auch drunter durchrollen müssen, ne? Wenn ich in der zweiten Stufe kam. Soweit, so gut. Alter Schwede, das war knapp. Jetzt haben wir ihn nur einmal übrig. Jetzt brauchen wir ihn dafür. Okay. Wie soll ich das schaffen? Ich kann die drei Typen hier auch nicht zur Hilfe nehmen. Was sind das hier eigentlich? Ich kann die Mudakens hier auch nicht zur Hilfe nehmen, weil die gehen sonst durch die Minen direkt drauf. Ich kann hier auch keine Feuerlachen legen. Weil die Typen, die von oben runterfallen, da sind auch Flammenwerfer-Typen dabei. Die sind immun gegen Feuer. Ich werde jetzt einmal probieren, ob ich die alle abknüppeln kann, aber ich bezweifle es.
sonst schaffe ich das ja nicht. Nee, keine Chance. Die stehen auch so schnell auf. Das geht gar nicht anders. Und die Minen kann ich auch nicht kaputt machen. Okay, dann mache ich es folgendermaßen. Ich mache hier mal einen Break und versuche mich dann in der nächsten Folge wieder da dran. Bis dahin, Leute. Ciao.